Moin Leute, ich bin mit dem Startup-Taxi in Hamburg unterwegs und ich werde jetzt gleich den Mann abholen, der die Online-Marketing-Rockstars ins Leben gerufen hat. Über 40.000 Leute waren dafür in diesem Jahr in Hamburg und mich interessiert total, wie hat der Philipp damit angefangen und hat es geschafft, so ein Riesen-Festival auf die Beine zu stellen. Eine 30-Zone, also mit 270. Oh. Und dann so, dann wärst du in der Bild-Zeitung. Ja. Startup-Taxi, 270 in der 30-Zone. Das wäre auf jeden Fall, da bist du richtig. Aber das wäre pornomäßige PR. Ich freue mich mega auf Philipp Westermeier von den Online-Marketing-Rockstars. Moin. Moin, Philipp. Moin, hi, grüß dich, ne? Hallo, Hamburger Wetter hier wieder, ne? Ja. Was hast du eigentlich vor OMR gemacht? Ganz früh habe ich mal SEO-Seiten gemacht, also Seiten bei Google optimiert, damit sie dann dort gut ranken und man dort dann irgendwie über Werbung Geld verdienen kann. Dann habe ich danach so ein Restplatz-Netzwerk gemacht, also so Banner-Restplätze, die nicht verkauft wurden von den Publishern. Also eine Bannerflächen, die frei geblieben sind, weil sie derjenige, der Inhaber Spiegel oder Gruner oder so nicht verkaufen konnte, haben wir im großen Stil aufgekauft und weitergehandelt. Und das hat ganz gut funktioniert eine Weile. Und dann haben wir aber aus dieser ganzen Erfahrung heraus Real-Time-Advertising angefangen, also diese Echtzeit-Geschichten, die dann hochkamen, so ein paar Jahre weiter mitgemacht, haben dann die Firma, die wir dazu gebaut hatten, an Zalando verkauft. Und das hat so 5-6 Jahre, die ganze Reise von SEO-Seiten bis zum Verkauf an Zalando waren so 6-7 Jahre. Und parallel habe ich schon immer so ein bisschen hobbymäßig OMR gemacht, als Hobbyprojekt. Also eine kleine Konferenz für Freunde, für Kunden, für Partner. Und 2011 standst du da mit 200 Leuten dann, ne? Genau, es hieß immer schon Online-Marketing Rockstar. Ach, hieß schon von Anfang an? Ja, genau, aber es war halt ganz klein. Es war wirklich ganz klein. Und war halt mein Hobby. Mit dem Namen bist du schon von Anfang an so... Das ist ja ziemlich geil, ne? Ist ja einfach selber gekommen oder wie war das? Ja, eigentlich schon. Es war ja so, dass immer alle gefragt haben, kennst du nicht einen Online-Marketing-Experten? Kennst du nicht irgendwie so einen richtigen Rockstar, der mir mal Marketing aufbauen kann? Und so bin ich an den Begriff gekommen, weil damals war schon klar, Rockstar kann irgendwie jeder sein. Ja, das ist jetzt irgendwie, musste ich nur irgendwas auskennen. Und dann hatte ich halt irgendwie auch Musiker dazu immer angefragt und gebucht. Und das fing auch schon an, als es noch kleiner war. Am Anfang war es nur ein Gitarrist. Ja. Ach so. Und dann beim zweiten Mal habe ich ihn direkt mitgebracht. Kam dann von 5 Sterne, also Bo. Im zweiten Jahr war der da und das war dann so für alle extrem überraschend. Also im dritten Jahr kam dann Jan Delay. Wissen Sie, das ist tatsächlich so wie Marketing. Oder sorgt das dafür, dass die Leute dann mehr drüber gesprochen haben? So? Alles. Also es ist natürlich, das Produkt wird wertvoller, die Leute finden es halt cooler da zu sein. Ja. Und gleichzeitig war es halt total cool, in der damaligen Zeit ging es ja schon mit Facebook und so los. Alle, die das gesehen haben, die da waren, hatten sofort ihre Handys rausgeholt, fotografiert, gepostet. Ja. Ist ja perfekt, ne? Okay, das hätte sonst nie in dem Umfang stattgefunden, ne? Nee, also sag mal, du kannst ja den besten Speaker der Welt ausgraben, aber keiner zieht so viele Handy-Fotos wie Jan Delay oder Bo oder später halt irgendwie Deichkind oder wir hatten ja mittlerweile auch Udo Lindenberg, alle möglichen da. 800, 900, 2012. Und wie ist dann dieser Sprung auf 40.000? Es ist halt, am Ende ist es so ein bisschen, wir hatten ein paar Jahre des exponentiellen Wachstums. Also wir sind dann nach dem Anfang hier in so einer Universitätsgebäude hier in Hamburg, sind wir dann in die große Freiheit gegangen. Da hatten wir dann schon im dritten Jahr ungefähr 2000 Besucher. Ja. Danach sind wir hier ins so ein Musical-Theater, König der Löwen-Theater gewechselt. Das ist hier so auf der anderen Elbseite. Genau, wo du mit einem Boot rüberfährst, das war auch mal ganz nett. Oder Tunnel da unten. Genau. Da hast du auch coole Aktionen gestartet, die Leute da rüber zu bringen. Genau, das war halt irgendwie für viele auch ein tolles Erlebnis. Du stehst morgens hier an den Landungsbrücken, steigst in ein Boot, dann war da Musik, hast schon Leute getroffen, fährst auf die andere Seite, dann war da die Konferenz. Und dann waren auch ein paar tausend Leute dann schon. Und da war dann so, ich glaube, da passen ungefähr 3000 Leute rein. Und deshalb musstest du dann wechseln, weil das ist ja eigentlich eine geile Location. Ne? Genau, was wir dann halt gemacht haben, ist, wir haben dann halt angefangen, dort auch 2 Jahre, aber im zweiten Jahr des König Löwen Theaters haben wir parallel schon im St. Pauli Stadion eine Messe gemacht. Aha. Und die Messe im St. Pauli Stadion, die zieht natürlich dann Besucher. Da waren dann, glaube ich, schon 4.000, 5.000 Besucher auf der Messe. Ja. Und dann hast du halt die Leute in der Halle plus die auf der Messe, Duplikate rausgerechnet, waren das dann schon so 7.000, 8.000. Und das war dann halt irgendwie das erste Mal, wo mir klar war, okay, krass, wir können ein Groß-Event werden.
weil diese Messe so gut funktioniert hat. Und dann sind wir halt in die Messe Hamburg, in die richtige Messehalle im nächsten Jahr, haben dann 2 Tage lang voll in der Messe Hamburg gemacht. Und da waren wir dann irgendwie, ich glaube beim ersten Mal 15.000, 25.000, 40.000. Ja, also angefangen, also richtig musikmäßig, den Kollegen hier von 5 Sterne oder das Bo. Dann hatten wir natürlich immer auch Speaker, die für uns super wichtig sind. Wir haben ja sehr, sehr viel Mühe gesteckt, die richtigen Speaker zu finden und so. Ja. Und da hatten wir halt auch so ein paar Momente, wo ja, einfach besondere Momente mit besonderen Speakern. Ich weiß noch, als zum allerersten Mal Florian Heinemann bei uns aufgetreten ist, da war der noch Geschäftsführer von Rocket und Rocket hat kaum gesprochen, da gab es kaum Informationen, alle haben so ein bisschen neugierig geguckt, was machen ja, die denn da? Stimmt, die waren immer so ein U-Boot, ne? Genau, genau. Das ist, und der, auch der Flo Heinemann, der mittlerweile ja sehr viel auch spricht und macht, der war damals komplett ja, im Off, der sprach nicht öffentlich oder so. Und dann hatten wir noch einen anderen Speaker, ich glaube, im selben Jahr, das Jahr danach. Das war so der Chef oder der Marketingchef, so das Marketingverantwortete bei YouPorn, also Porno-Plattform. Okay. Wir hatten einen unglaublichen Vortrag gehalten damals, wirklich irgendwie, wie man Porno-Marketing macht und allen möglichen, teilweise so grauzonigen Machenschaften, das ganz offen erzählt. Das haben, glaube ich, viele echt geil gefunden. Das ist ja auch etwas, was du eher selten hörst, weil die halten sich ja sehr, sehr bedeckt, oder? Absolut, genau. Das war halt auch so immer schon unser Ansporn, halt geile Leute zu finden. Die auch nicht überall auf der Bühne stehen. Genau, genau. Gab es für dich jetzt in den Jahren so einen Speaker, wo du gesagt hast, krass, das hätte ich nicht gedacht, dass wir das jetzt schon schaffen? Und wie war der Moment dann? Weil also sagen wir mal, der größte Speaker-Push, den wir sicherlich haben, habe ich auch natürlich passend dazu sein Buch dabei, Gary Vaynerchuk. Gary V. Gary V. Ja, krass. Als der in Deutschland, würde ich sagen, vor 4 Jahren, also noch deutlich kleiner war. Jetzt kennen ihn ja in der Branche sehr, sehr viele Leute. In den USA ist er mittlerweile richtig prominent sogar. Ja. Kann er, wenn er durch New York läuft, muss er wohl Autogramme schreiben. Das ist jetzt hier noch nicht so, aber hier kennen ihn in der Branche sehr, sehr viele. Und als wir ihn aber zum ersten Mal hatten, da war der noch unbekannter. Ne? Da war das so, wow, wen habt ihr denn da? Und dann hat er da eine Monster-Show abgezogen. Also ich würde so ein bisschen behaupten, dass er danach immer bekannter wurde. Also das ist natürlich jetzt ein bisschen meine persönliche Eigenwahrnehmung durch die OMR-Brille. Klar, aber es fing so ungefähr mit seinem Auftritt da auch in Deutschland immer mehr an. Ja. Aber davor war der halt noch nicht so bekannt. Und das war natürlich, ist bei uns immer die Kunst, halt wie so ein Startup-Investor, der halt gucken muss, wann oder welche Startups sind gerade heiß und können in den nächsten Jahren groß werden. Ja. Und so gucken wir halt auch immer, welche Speaker sind gerade irgendwo noch unbekannt, aber schon heiß und wir können sie irgendwie sehen und beschäftigen uns einfach mit. Und dann können die nach zu uns holen, dann werden die dann in den nächsten Monaten oder Jahren immer prominenter. Das ist immer so die Kunst. Ah, okay. Und das ist für euch natürlich auch gut, weil Leute dann sagen, guck mal, OMR hatte den schon, da war der noch unbekannt. Korrekt, genau so muss sein. Genau so muss sein. Also dieses Gefühl willst du auch vermitteln, ne? Genau. Also bei euch erlebt man den heißesten Scheiß schon bevor er richtig groß rauskommt. Also bei den Speakern ist das auf jeden Fall das Ziel, wo man sagt, okay, krass, jetzt passt gerade alles, jetzt ist sozusagen die Konferenz bebt, ne? Das ist genau das, was zu uns passt und einfach ja, prägende Momente werden gerade geschaffen und dafür hat der mitgesorgt. Also viele andere auch, aber der an sagen wir mal, erkennbarer Stelle. Klar, es gibt jetzt ganz viele Leute, die jedes Jahr neu erstmalig dazukommen, aber es gibt halt auch ganz viele, die seit Jahr 2, Jahr 1, Jahr 4 dabei sind und die Reise begleitet haben. Das ist natürlich auch ganz schön. Ja, und die sind natürlich noch wahrscheinlich auch selber so ein bisschen stolz, dass sie das mit bestenfalls haben. Absolut. Von Anfang an, wo noch keiner wusste, wie groß das werden kann, wohin die Reise geht. Also ich hoffe, also ich versuche ihnen das Gefühl zu geben, dass ich gerade denen, die zum allerersten Mal dabei waren, natürlich besonders dankbar bin, weil die an uns geglaubt haben oder uns am Ende bei uns ein Ticket gekauft haben, als noch gar nicht klar war, wofür bezahle ich hier eigentlich? Und wo gehe ich hier eigentlich hin? Und manchmal schreiben halt Leute und sagen, weißt du was, Philipp, irgendwie, ich hätte mega Bock, auch wieder zu OMR zu kommen, leider bin ich gerade irgendwie hier aus dem Job raus und suche gerade was Neues und habe jetzt kein Budget oder keine Möglichkeit, mir ein Ticket zu kaufen. Oder ich habe jetzt gerade ein Startup und für mein Startup lohnt sich das nicht so richtig. Oder ich habe noch nicht, weil das ist zu teuer, ich habe zu wenig Geld dafür jetzt in der Gründerphase. Und dann sind wir so drauf, dass wir das dann immer möglich machen. Dass wir immer sagen, okay. Alles klar, scheißegal. Ja. Ich weiß, du warst dabei all die Jahre. Ich bin der Letzte, der dann sagt, nee, Pech gehabt, wenn du kein Ticket kaufen kannst, dann halt nicht. Dann sage ich halt, okay, du warst ja aber jahrelang da und hast jahrelang uns unterstützt. Dann, und wahrscheinlich wirst du in der Zukunft ja auch wieder irgendwann einen Job haben oder dass dein Startup mehr Geld verdient.
Also laden wir dich ein. Das finde ich cool, dass du da nochmal eine Dankbarkeit zeigst. Und du bist ja jetzt auch schon so, kann man sagen, der Gary V. von Hamburg, oder? Von Hamburg, ja. Aus der Schanze. Der Gary V. von Schanze. Wenn man heutzutage bekannt oder prominent ist, dann hat das eine ganz andere Wirkung als noch von vor 20, 30 Jahren. Absolut, absolut. Genau, also es gibt verschiedenste Modelle, wie du heute prominent werden kannst. Auch im Musikbereich gibt es ja auch irgendwie. Ich finde es gerade so, in Hamburg gibt es diese 187 Straßenbande. Kennst du die? Nee. Das sind so die erfolgreichsten deutschen Rapper. 187 Straßenband heißen, die sind so Jungs aus Hamburg, aus der Schanze. Und die sind auch online groß geworden? Die sind bei YouTube sind die deutlich, deutlich größer als alles, was du kennst. Also du kannst mir keinen deutschen Musiker sagen, der bei YouTube größer ist als Straßenbande. Die haben so bei ihren erfolgreichsten Videos, Palmen aus Plastik heißt ein Lied, haben die fast 100 Millionen Aufrufe. Und hattest du die bei OMR auch schon dabei? Nee. Die waren schon ein, zwei Mal bei unserem Event, aber einmal haben sie das Klo kaputt gemacht. Was? Ja. Diese Aktion von euch mit den R8s, die dann immer hier so durch Hamburg fahren, ich weiß gar nicht, ob ihr das schon ein paar Tage vorher macht und die dann im Straßenbild schon zu sehen sind, die so richtig geil foliert sind, die wahrscheinlich, genau. Mit eurem Branding. In der Tat, also das Auto als Werbeträger ist vielleicht noch unterschätzt, das kann man so sagen. Ja. Okay, aber es muss dann ein bestimmtes Auto sein, wo die Leute auch gucken werden. Absolut, ich greife zurück auf... Ist natürlich immer so, ne, oh, was ist das, macht auch Krach, ne? Also ich greife zurück auf den Vortrag, von dem ich dir gerade erzählt habe, von dem Porno-Typen, von dem YouPorn-Gründer. Und der hat erzählt, dass sie teilweise einfach Ferraris auch kaufen und an irgendwelchen Straßenecken abstellen und bekleben mit irgendwie Nummern von irgendwelchen Puffs oder so. Und dass das wohl auch krass gut funktioniert. Ja, einfach so Autos sind einfach ein krasser Hingucker. Und zum Teil sind die auch, also Parkflächen ja umsonst oder kosten ganz wenig Geld. Und wenn du dann eine krasse Karre leihst oder kaufst, dann rechnet sich das auch immer ganz schnell. Wenn du sie clever abstellst. Also wenn du jetzt nur rumfährst, dann musst du schon eine Menge Autos haben oder halt sehr auf eine oder zwei Tage konzentrieren. Du hast ja gerade auch gesagt, ihr probiert immer viel aus. Jetzt auch diese Idee mit den folierten R8s und so weiter. Da sind auch ein paar Sachen dabei, die nicht funktioniert haben. Was ist denn bei dir noch so hängen geblieben, wo du vielleicht auch gedacht hast, das Ding, das wird was und dann ging es leider nicht? Also es gibt ein geiles Beispiel, kann man sich bei YouTuber noch angucken. Ich habe mal, wir hatten so eine kleinere Konferenz gemacht im Sommer. New Platform Advertising heißt die. Und als sie zum ersten Mal war, da mussten wir die halt bewerben und da mussten wir darauf hinweisen. Und da habe ich auch wieder mit Bo, also das Bo, ein Video aufgenommen, wo wir uns im Klo treffen. Also ich sitze auf dem Klo und er kommt zum Pissoir und wir sehen uns dann da irgendwie und dann saß ich da mit runtergelassener Hose auf dem Klo und er stand am Pissoir. Und dann haben wir uns unterhalten, was wir gerade so jeweils Neues machen. Und er hat mir von seinem neuen Album erzählt und ich habe ihm erzählt, dass wir eine neue Konferenz machen. Und wir dachten dann, das wäre total provokant, total witzig. Irgendwie so zwei Typen treffen sich auf dem Klo. Aber das hat bis heute, glaube ich, weiß nicht, 1.000, 2.000 Zugriffe. Also es hat jetzt nicht groß gezogen. Wahrscheinlich haben wir deswegen irgendwie 3 Tickets verkauft, wenn überhaupt. Aber haben halt ein Video gemacht auf dem Klo und noch heute ab und zu schreiben mir mal Leute Mails und sagen, ey, was hab ich denn hier gesehen? Du ja auf dem Klo mit runtergelassener Hose und mit Bo, was ist das denn? Also das haben wir damals auch irgendwie natürlich Arbeit reingesteckt, uns getroffen mit einem Kamerateam und überlegt und dann, also war jetzt nicht so die Idee, die durch die Decke gegangen ist. Wie finde ich das? Was muss ich da eingehen? Gibt bei YouTube ein mit das Klo, mit das Bo auf Klo. Das Bo auf Klo. Ich habe mich jedenfalls ja auch dazu hinreißen lassen, mich da irgendwie mit heruntergelassener Hose aufs Klo zu setzen vor der Kamera und so. Hast gedacht, ach scheiß drauf, für die Sache. Oh, ja, man denkt halt irgendwie gewisse Provokation oder irgendwie ganz, ja, das wird schon funktionieren, es werden Leute sich angucken und sagen, was ist das denn? Am Ende falsch geschätzt, es wurde mehr oder weniger ignoriert. Gibt es so einen größten Fehler auf dieser ganzen Reise? Wir haben eine Mobile-Konferenz in Berlin gemacht, da hatten wir uns ein bisschen verschätzt. Wir haben eine Speaker-Agentur selber versucht zu machen, die hat nicht funktioniert. Wir haben ganz viele Sachen ausprobiert, wo wir nicht wussten, wie sie werden. Und viele davon sind auch nichts geworden, wie gerade an dem Beispiel von Boban. Also kleinere, auch Sachen, die uns noch mehr Geld gekostet haben. Wir haben zum Beispiel am Anfang nicht begriffen, dass die Marke OMR, dass wir die Domain omr.com auch brauchen. Da haben wir jetzt irgendwie vor 2 Jahren
für über 100.000 Euro die Domain omr.com kaufen müssen, weil wir sie am Anfang nicht registriert haben. Und so. Was hattet ihr dann am Anfang registriert? Online-Marketing-Rockstars.de. Ich will nicht sagen, dass es ein Fehler ist. Es war ein Fehler, natürlich hätte man es besser machen können. Aber wir haben jetzt, glaube ich, nicht den einen riesigen strategischen Fehler gemacht, sonst wären wir ja jetzt auch nicht da, wo wir sind. Wir haben auch mit vielen Sachen natürlich mega Glück gehabt und die richtigen Treffer gehabt. Und das Schöne ist, jetzt haben wir halt die Möglichkeiten, das in Ruhe auszuprobieren. Und wir werden wieder vor die Wand fahren mit einigen Sachen und wir werden bei einigen Sachen vielleicht wieder einen Treffer landen. Also es ist halt Podcast, habe ich auch gedacht, naja, könnte klappen. Mhm. Hat super funktioniert. Ja. Ist der Markt aufstrebend, Podcast? Kommt da noch viel mehr in den nächsten Jahren? Auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, mit im Medienbereich einer der interessantesten Bereiche gerade. Also jetzt wären wir gerade fast hier am Startup-Taxi geblitzt worden. Das war, ne, ich hatte das genau im Auge. Ja? Das war alles geil. Das wäre eigentlich ganz geil. Hast du schon mal gehabt? Ne. Nee. Das meinst du wäre geil, oder? Oder du müsstest so richtig krass, du müsstest so geblitzt werden, so mit einer 30-Zone und so mit 270. Oh. Und dann so, dann wärst du in der Bild-Zeitung. Ja. Startup, Taxi, 270 in der 30-Zone. Das wäre auf jeden Fall, da bist du richtig. Aber das wäre pornomäßige PR. Ja, und Leute, dann könnt ihr ja demnächst mal hier auf der Schanze vorbeikommen. Beim Büro, da kann man Steine werfen. Da gibt es übrigens noch genug zu trinken oben. Da brauchst du noch ein paar Leute, ne? Ja. Seid euch sicher, dass ihr im nächsten Jahr im Mai nichts vorhabt. 7. 8. Mai. Geiles Cappy hast du ja auch noch. Genau. Und das schenke ich dir jetzt. Ach krass. Natürlich, Mann. Mann, OMR oder was? Muss man hier? Ja, du musst da vorne, glaube ich, so ein Ding drin. So. Ja. Danke dir, Philipp. Ja, jetzt kannst du ein bisschen an der Schanze nicht überfallen. So, Leute. Und damit sind wir raus. Bam!